Guten Abend, Linux. Aber obwohl ich die Fähigkeit habe, mit diesen 15% mehr Schaden, habe ich nicht das Gefühl, dass ich wirklich viel mehr Schaden mache. Strahlen ist ihr Licht. Damit erzeugst du Partikel vor dir, die jeden Gegner, den sie treffen, radioaktiven Schaden zufügen. Hallo Jonas. Das benutze ich mal, anstatt dieses Hin und Her Warpen. Das habe ich eh so gut wie nie benutzt. Waren das nicht nur 15%? 15% und 15%. Ist die Controllersteuerung wirklich besser als die Maustastatursteuerung? Ich habe keine Ahnung, weil ich Third-Person spiele, instinktiv sofort mit Controllerspieler am PC. Aber vielleicht war es einer im Chat, weil ein paar Leute haben sich das Spiel auch gekauft, ob bei denen die Maustastatursteuerung besser ist. Aus der alten Welt. Nicht so wild. Du kannst jetzt eine Atempause gönnen. Worum geht's in dem Spiel? Du bist eine Biomutanten. Ne, du bist ein Biomutant. Das ist eigentlich alles. In einer offenen Welt, die dem Ende nahe ist, weil wir Menschen die damals zerstört haben. Aber sehr wahrscheinlich waren es wir Menschen. Und der Baum des Lebens stirbt. Und entweder rettest du den Baum oder du zerstörst den Baum. Also eigentlich ein Open-World-Spiel. Da lang. Kannst du diesen Sprung schaffen? Ja, nicht so. Mal sehen. Wenn du die Maus- und Tastatursteuerung kennst, hast du die was soll ich dazu sagen? Griff? Ausgezeichnet. Oh, danke, Kritex, für das Stufe 2 Abo. Ja, das mit der Info musst du einstellen im Chat. Das haben schon unterschiedliche Leute mal gefragt. Aber ich bin da, wie gesagt, ich vergebe einmal im Monat hier mein Twitch Prime an ausgewählte Streamer, die natürlich nicht existieren, weil das hier ist der einzig wahre Stream. Und da muss ich, also da steht das dann im Chat, da ich das freigebe, diese Information, da ich gesagt habe. Da drüben ist einer. Rein da. Ich dachte eigentlich, ihr seid unterschiedliche Leute. Deine Ki-Energie ist völlig leer. Das ist ja. Bist du nicht tot? Nee, noch nicht, aber bald.
hautnah. Also eigentlich greifen die sich jetzt gegenseitig an durch das Zeug. Aufsatzmodifikator. Lächerlich. Frostzeit. Das nenne ich eine Fleischwunde. Alter, ich drücke die ganze Zeit auf Schnellheilung. Och, das ist einfach so ätzend. Alles nur, weil ich auf schwer spielen wollte. Und ich einfach keine besseren Waffen finde. Na, ob es vielleicht überhaupt gar nicht daran liegt. Moment, was ist mit dir? Sagt, es sei schon schlimm genug, dass die Welt untergeht. Aber es gibt sogar immer noch Rüpel. Eine Kreatur namens Brock bringt einen Freund in Schwierigkeiten. Nebenmission. Es wäre super toll, wenn du... meint, es sei schwer, ihn zu ver... Falls du Brock nicht findest, suche nach seinem Freund. Er ist nicht weit. Brock vermiest allen den Tag. Halte ihn auf. Ich kann Rüpel nicht leiden, ich werde deinem Freund helfen. Dank dir, dass du das Richtige aus dem richtigen Grund Nein, tust. Ich möchte das Böse tun. Ich möchte dem Rüpel helfen. Und deinen Freund verprügeln. Das wäre eine richtige Wendung. Habe ich dich eigentlich noch hier? Ich benutze dich doch gar nicht mehr. Okay.
und ziehen. Halt durch. Wohin? Lass uns Dinge tauschen. Ah ne, du warst ja der Fernkämpfhändler. Warum habt ihr denn jetzt alle hier kleine Quests? Ein Freund versucht, das Muschelhorn zu reparieren, schafft es aber nicht. Das Spiel hat auch ein Crafting-System, ja. Also Waffen werden zusammengesetzt aus Einzelteilen. Was stimmt mit dem Muschelhorn nicht? Es gibt keine Töne. Sagt, es wäre super, wenn du das Muschelhorn hören könntest. Das überspringe ich ein bisschen, weil es sind einfach nur Nebenquests. Das ist jetzt nicht so palle. Vor allem, ich glaube, die sind random. Die Wurzel des Problems. Finde den Freund, um das Problem zu lösen. Ansonsten wird das Horn nicht mehr. Ja, befreunden, es möchte darauf spielen. Das Geile ist noch, dass diese Quests einfach mal 4000 entfernt sind. Also was hat dieser Dorftyp damit zu tun? Als wenn ich jetzt hier rechts runtergehe, ist nicht mal in der Nähe. Ey, warum haben denn jetzt alle... Hallo? Ich will mit dir reden. Nach einem gegnerischen Treffer fügt dein nächster Treffer mit dieser Waffe doppelten Schaden zu. Ja, komm, wir werden da schon irgendwie das Geld auftreiben können. Und wir können uns da bestimmt irgendwie so einigen. Verkauft die grünen Teile. Wobei auch das hier, was soll ich damit? Werde ich nicht benutzen. Jetzt hast du, was du wolltest. Richtig. Und hoffen wir mal, dass der Kauf sich gelohnt hat. Blub. Wo ist denn die Waffe? Wahrscheinlich. Achso, ich muss die zusammenbauen, weil es nur der Heft ist. Zeit für etwas Nützliches.
Da hast du was Gutes noch besser gemacht. Sehr gut. Dann kann nämlich auch die Zweitwaffe hier den Hipperheft. Auch wenn er 10 Kälteschaden macht, den nehme ich raus. Lass dich nicht von all der Zerstörung ablenken, die tagsüber sichtbar ist. So, Entschuldigung. Aber manchmal muss man einfach die Ausrüstung ein bisschen verbessern. Wahrscheinlich sollte ich auch den anderen wechseln. Also die Stangenwaffe, die ich mir da zusammengezimmert habe. Ich glaube, die ist auch nicht perfekt für so, wie ich spiele. Ach, wahrscheinlich gibt es wirklich eine Imba-Epic-Waffe, wo du sagst, die macht so viel Schaden. Dann wechsle ich auch die Klassengattung. Ich will ja klein. Moment. Sticht wie eine Biene. Ach, was auch immer. Ah, Hilfe. Ich wünsche, ich könnte einfach reinschleichen. Kauf, kauf. Da drüben ist einer. Rein da. Überall Days Gone. Gehst einfach rein, kämpfst du nicht, holst die Kiste. Und ich kann es sogar wirklich so machen. Ach, ein Traum. Gegner würde jetzt abhauen. Warum? Er ist tot. Sollte man eigentlich sowas kombinieren wie, also falls es das überhaupt gibt, ich glaube Wasser gibt sich als Schaden. Schon vor langer Zeit beansprucht. Wasser und Elektrik, dann würde er ja ständig unter Schock stehen. So eine Biogefahr kann einen echt krank machen. Wisst ihr, was eigentlich der Gag ist, dass die ganzen Leichen hier überall sehen ja gar nicht aus wie Menschen. Das sehen ja aus, als wenn das auch schon Tiere gewesen ist, die hier überall gestorben sind. Weil gibt es in dieser Welt nie Menschen. Und man denkt einfach nur, Menschen haben uns getötet. Wieso haben die Welt zerstört. Ständig unter Schock stehen, hört sich lustig an. Aber nur für den, der den anderen schockt. Muss hinten und wieder raus. Ich habe ja noch einen Bericht darüber gehört, über ja, Strompantologie. Nee, das heißt nicht so. Elektropantologie. Moment, da lass uns doch den Schnellreisepunkt ansteuern.
Geht weg. Ich hole jetzt meinen Kampfroboter. Kletter die Kletter. Und dann gucken wir mal, wie das ist, gegen den Endgegner zu kämpfen. Beziehungsweise nicht Endgegner, sondern gegen einen von den Weltbossen. Wie der Motor brüllt. Weil groß ist er. Meine Güte. Bei sowas denke ich aber einfach, wieso? Wieso muss man 8000 Designsachen haben? Ach Leute, lasst mich einfach durch. Ich will nur den Megamacker töten. An der Hälfte des Lebens. So, mal eben speichern. Schalte den PC nicht aus. Da ist der, der die Wurzel frisst. Jumbo-Knoll. Jim, was ist dein Schwachpunkt? Es ist ein riesiges Monster. Es hat keinen Schwachpunkt. Ich würde mal sagen, Nahkampf muss aber nicht sein. Ach, das ist... Obwohl... Der könnte Phasen haben. So ein bisschen King Kong. Ach so, und dann nicht in die Flammen rein. Richtig auf. Zeit für eine elektrisierende Vorstellung. Hör auf, mich mit der Peitsche zu jagen.
Aber gar nicht mal so schlecht. Ich durfte seine Zunge berühren, ich durfte ihn beschießen. Ich darf Steinen ausweichen. Und er macht Feuer, wenn er auf dem Boden hebt. Und er sieht ganz nett aus. Ein ganz schlechtes Gefühl. Bis tief in den Bauch hinein. Oh. Ich glaube, ich muss in seinem Körper weiterkämpfen. Mit einem Haps bist du im Mund und auf dem Weg in den Darm. Ah nee, ich muss raushüpfen aus ihm. Station. Beweg dich schnell nach oben, sonst musst du mit dem Hinterausgang Vorlieb nehmen. Wow. Was für eine riesige Mickrigmade. Ob die wohl alle so groß sind? Auf die inneren Werte kommt es an. Diese fleischige Geschwulst macht's nicht mehr lange. Bring es zu Ende. Das ist wirklich, eigentlich ist das eine echt gute Idee. Besser rausgepumpt als rausgespült. Aber das sollte nicht noch einmal passieren. Das Geschwulst wird immer schwächer. Du weißt, was zu tun ist. Es war irgendwie super eklig, aber schon lange nicht mehr einen Boss von innen bekämpft. Wer hätte gedacht, dass dir das mal den Sieg rettet? Oh mein Gott. Kann der Tag noch besser werden? Deshalb, ich kann diesem Spiel einfach nicht böse sein. Auch durch seine Unzulänglichkeiten. An irgendwelchen Dingern haben sie dann trotzdem wieder was gemacht, was du so anders, wo sich andere wahrscheinlich nicht getraut hätten, das so einzubauen. Dass du den ersten Weltenfresser erledigt hast. Das ist ein Anfang. Du solltest zu Steinalt gehen und alles über die Maschine herausfinden, die er Arche nennt. Du hast ein gutes Herz, also wird er diese Informationen bereitwillig mit dir teilen. Er schätzt, mittlerweile weißt du, wo du Steinalt findest. Er war schon immer am Fuß des Baumes und daran hat sich nichts geändert. Finde den Nono. Und, noch wichtiger, nächste Charakterstufe. Gizmo hat immer Zeit für dich. War das wirklich alles? Juni, don't know. Sagt, in der Nähe gibt es einen interessanten Ort, von dem niemand weiß. Aber jetzt sei nicht die Zeit, darüber zu reden. Doch, rede darüber. Ist nicht sicher, ob du sympathisch genug bist, um es zu erfahren. Dein Geheimnis ist sicher bei mir. Sagt, du wirkst vertrauenswürdig und kannst es eigentlich erfahren. Versicherungskaufmann. Wenn du den Hufschnauber nicht bald ausfindig machst, ist es um eine Wurzel des Baums des Lebens geschehen. Sagt, der Ankati-Stamm sei für seine eiserne... Sagt, das war eine... Das war interessante Haltung. Tschüss.
Soll da so eine Entdeckung sein? Moment. Da ist eine Mekton-Dockstation. Verschwende nicht deinen Atem. Du brauchst ihn. Du bestimmst die Richtung. Überall Kugeln. Ah, da ist die Entdeckung. Hörst du das? Es ist jetzt so still. So, dann Wegpunkt weg an der Stelle. Was als nächstes? Erstmal zurück zu den Wurzeln. Mit dem Mekton kann ich nur zu dem Kontrollpunkt vom Mekton. Ah ne, ich bin auf dem Reittier. Moment. Es gibt jetzt den anderen Stamm. Also das könnte man jetzt als nächstes machen. Oder in der Wasserlandschaft. Gebt her, ihr seid helles Licht, wenn ich euch streiche und wieder aussetze. Teilweise da 1200er Hit. Ich habe auch 11% Crit inzwischen. Jedenfalls in der Grundausrüstung. Die letzten Teile vom Robo zu sammeln, die sind im anderen Gebiet vom Wasser. Habe ich ja deshalb. Deshalb habe ich ja erstmal nicht weiter gesammelt. Da kann ich mich drum kümmern, wenn ich im Wassergebiet auch unterwegs bin. Weil das überhaupt die beste nächste Wahl ist. Ja, eigentlich sollte Steinalt hier sein. Da haben wir mal drin. Los, fang ihn! Ach so, ein Vieh. Was wir schon mal mit Elvis zusammen gefangen haben früher. Diese Nono-Dinger. Keine Zeit zum Grasen. Los geht's! Oh je, das ist furchtbar. Pass auf, wo du hintrittst. Hm.
Heile alle Nono-Wurzeln. Was mit der Sonnenuhr ist ja defekt. Da können wir ein Skelettschnitz benutzen. Ich glaube, das Spiel zieht mich jetzt auch nach Osten. Weil da einfach der nächste Stamm ist. Darum sind zwar auch noch einige Sachen. Das sind aber alles diese Nebenquests. Aber wir gehen wirklich zum ersten Mal zur Wurzel und begrüßen mal Steinalt. Weil ich hatte jetzt doch irgendwie eine, das war eine ganz andere Quest. Das war irgendeine der Nebenquests, obwohl er gesagt hatte, also man macht die Hauptquest und müsste doch eigentlich in der Hauptquest weiter drin sein. Und nicht auf eine Nebenquest umgeleitet werden. Diese Geschichte hat so viel Macht, wie du ihr gibst. Ihr könnt kämpfen. Aus Holzresten lassen sich großartige Dinge anfertigen. Ja, wenn Holzreste auch rausfallen würden. Benutzt sie doch eh nie. Der Handel ist besiegelt. Holzreste sind wunderbares Baumaterial. Vorhin schon der nächste Turm. Egal, weiter geradeaus. Da geht eine weitere Nacht. Du hast Geröllbruch entdeckt. Hier verarbeitete Toxanol große Steine zu kleinen. Sie haben hier alles klein geschlagen. Und sie haben eine Kiste hier gelassen. Mit einer Nussel, was auch immer. Und LED-Kerzen. Batterielaufzeit, ja. Namen Tekon. Waren alle wahrscheinlich so enttäuscht vom Weltboss. Und eine Erinnerung. Du warst auch vor einer Sekunde noch nicht hier. Wenn du deine Augen fest genug vor der Realität verschließt, öffnet sich dein Geist alten Erinnerungen. Dies ist eine Art, sich an Vergessenes. Ach du Scheiße. Wenn eine ungewollte Erinnerung hochkommt,
ist es eine natürliche Reaktion, sie unterdrücken oder ändern zu wollen. Aber ich kann wenigstens was weiteres freischalten. Aber der hat zwei Schläge braucht, um mich zu erledigen. Allerdings besteht kein Zweifel daran, dass deine Erinnerungen deine Zukunft beeinflussen. Wir schalten mal den Luftgleiter frei. Wann du dich daran erinnerst, wie der Roboter-Luftgleiter funktioniert. Springe von einer erhöhten Position ab und halte dann Springen gedrückt, um die Flüge zu aktivieren. Mit Hilfe der Navigationssteuerung kontrollierst du deinen Flug. Wenn du nach unten steuerst, wird die Geschwindigkeit erhöht. Pass auf, dass du gegen keinen Baum läufst. Du bist so ein schlechter Padawan. Hallo? Der Sinn dieser Kämpfe hat mich noch nicht hat sich mir noch nicht erschlossen. Oh, hier gibt es Gummischrott. Egal, ob man gewinnt oder verliert, man schaltet den Upgrade frei. Ja, es hat wohl irgendwas mit später dann zu tun. Bin ich durch die Todeszone? Kann ich nicht da außen rum? Ja. Das Mount habe ich übrigens auch. Das, was ich gerade irgendwie einfach bestiegen habe. Danke, Maximus, für dein Twitch Prime-Abo. Vielen Dank. Tja. Wie viele Tage haben wir diesen Monat? 31, ne? Ah ne, doch. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Kann ich meinen Nippel auf... Lass es nicht stolpern, bleib in Bewegung. Die Ranchu, eine von Toxanols Strahlung, komplett verseuchte Farm. Bleib hier nicht. Dies ist eine radioaktive Zone. Es wäre nicht gesund, ohne Schutz zu weit hineinzugehen. Ja, habe ich auch nicht vor. Was wollte ich sagen? Da kann ich die Nippelkleber wieder weglegen. Nippelabkleber, so. Bei ihm runter. Na! Dann halt nicht. Die Hallfelder. Hier klingt das Echo deiner Taten klarer nach als an jedem anderen Ort. Ausnahmen bestätigen die Regel. Da ist er, der Baum des Lebens. Die Vorstellung, dass alles Leben durch gemeinsame Abstammung verbunden ist. Wo die Äste als Arten existieren und die Schöpfungen der Vergangenheit für die Nachfolge der Ausgestorbenen stehen. Einst waren die riesigen Äste des Baums knospende Zweige, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verbanden. Sie umfassen mit ihren sich ewig ausbreitenden und wunderschönen Verästelungen aller ausgestorbenen und lebenden Spezies.
Die Lebenden sind eine Evolution derer, die zuvor hier waren. Der heutige Tag fällt ins Wasser. Ja.